Also das ist ein Überblick, wie sich der Mietpreis zusammensetzt. Hier oben stehen Zahlen, sind jetzt einfach angenommene Mieten. 13 Euro, 16 Euro, 20 Euro. Vielleicht gibt es da von euch jemand, der unter 13 Euro liegt. Aber du hast ja vorhin gesagt, in München die Durchschnittsmiete liegt bei 13. 12 Euro. Unten in Blau, das ist die kostendeckende Miete. Kostendeckende Miete heißt, darin ist enthalten erstens die Betriebskosten. Da habe ich den Betrag übernommen nach dem aktuellen Münchner Mietspiegel. Das sind 2,30 Euro. Ich stelle das hier. Das nennt sich Betriebskosten. Das sind die ganzen Steuern, Umlagen, städtische Umlagen, also was der Eigentümer an die Stadt bezahlen muss, Müllabfuhr, Wasser, Abwasser und all diese Dinge. Heizung. Heizung nicht. Heizung ist da nicht drin. So, zweitens ist ein Betrag eingerechnet für Abschreibung der Baukosten, der Herstellungskosten von 1% der Baukosten. Das ist nicht viel, aber das sollte reichen. Innerhalb von 100 Jahren ist halt das Haus dann, hat der Mieter praktisch das Gebäude oder die Wohnung zurückbezahlt. Ich wohne in einem Haus, das steht über 100 Jahre alt, das ist immer noch völlig in Ordnung. Das musste natürlich mal modernisiert werden, also Bäder eingerichtet werden und sowas. Das ist aber auch schon 20, 30 Jahre her. Aber ansonsten, dann muss ab und zu mal das Dach repariert werden und sowas. Aber ansonsten steht das Haus heute immer noch so wie vor über 100 Jahren. Drittens ist eingerechnet eine Pauschale für die Instandhaltung des Hauses, des Gebäudes. Und zwar 2%, das ist ein relativ hoher Betrag, 2% der Baukosten. Habe ich hier eingerechnet. Damit finanziert der Mieter praktisch innerhalb von 50 Jahren ein neues Gebäude. Ne? Ich habe übrigens diese Kostenberechnung entnommen aus der sogenannten Kostenmiete, die für den sozialen Wohnungsbau damals gegolten hat. Also für den sozialen Wohnungsbau gab es ein Berechnungsmodell, wie muss der Eigentümer, egal wer das war, privater oder gemeinnütziger oder genossenschaftlicher, musste eine Kostenmietenberechnung vorlegen. Und das war das Verfahren, das lief ungefähr so auf Betriebskostenabschreibung, Instandhaltungspauschale. So, dann kam auf diese Miete, die dann 5,90 Euro beträgt, auf diese Miete kam ein Mietausfallwagnis dazu von 5%. Das heißt, wenn der Mieterwechsel ist und die Wohnung steht mal einen Monat oder zwei Monate leer, dann sollte das nicht der Hausbesitzer tragen, sondern dafür wurde also dieses Mietausfallwagnis bezahlt. So, insgesamt kommt dann eine kostendeckende Miete von 6,20 Euro raus. So, die Baukosten, von denen ich hier ausgegangen bin, bei den Betriebskosten und auch bei der Instandhaltung, liegen nach dem Statistischen Bundesamt für 2016 bei 1.300 Euro durchschnittlich pro Quadratmeter. So, deswegen 1% kommt dann das raus, ne? Wenn man das durch 100 und durch 12 und so weiter pro Quadratmeter. So, das ist die kostendeckende Miete. Was zwischen der kostendeckenden Miete und der tatsächlichen Miete liegt, die wir bezahlen, das sind irgendwie bei 13 Euro, 6,80 Euro Profitanteil, bei 16,89 Euro Profitanteil, bei 20 Euro, 13,80 Euro Profitanteil. Das
ist also, die kostendeckende Miete kann ja also entsprechend gesenkt werden, also auf 6, von mir aus auch 7 Euro pro Quadratmeter, alles was darüber hinaus von den Mietern bezahlt wird, ist Profit der Eigentümer oder Profit der Banken.